eine BioLink-Webseite für deinen Instagram-Kanal erstellen und das ohne auf deiner Webseite zugreifen zu müssen, darum basteln zu müssen und noch simpel, einfach und vor allem kostenlos. Das zeige ich dir heute, wie das in Canva funktioniert. Ich bin Elisabeth von So geht Canva. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Bei mir findest du jeden Montag ein neues Canva-Tutorial und bereits ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks rund um dein Grafikdesign mit Canva. Also schau gerne auf meinem Kanal vorbei, schau dich ein bisschen um und hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo, wenn dir meine Videos gefallen. Heute wollen wir uns mal der Instagram-Bio widmen. Du hast dort nur die Möglichkeit, einen einzigen Link zu platzieren und der sollte natürlich auf eine Unterverteilseite führen, die deine Besucher letztendlich dann auf weitere Angebote von dir und letztendlich auch natürlich weitere Infos zu dir verlinkt. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir heute zeigen. Dafür musst du weder Webdesigner sein, noch jemanden dafür beauftragen. Das kannst du super einfach in Canva auch selber tun und das auch noch kostenlos. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Ich würde vorschlagen, wir loggen uns jetzt in unsere Canva-Accounts ein und dann können wir auch gemeinsam losstarten. Du siehst jetzt hier meinen Instagram-Account und zwar hier in der Bio von Instagram hast du nur die Möglichkeit, einen einzigen Link zu platzieren, der dann entsprechend klickbar ist und natürlich weitere Informationen zu dir, zu deinem Unternehmen und deinen Angeboten bieten sollte. Das kannst du natürlich tun, indem du entweder eine Unterseite auf deiner Webseite erstellst, wenn du aber weder Lust noch Zeit oder eben vielleicht auch keine eigenen Unterseiten auf deiner Webseite erstellen kannst, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das Ganze auch in Canva zu machen. Dafür loggen wir uns einfach in den Canva-Account ein und dann hast du die Möglichkeit, hier oben bei dem Punkt, was willst du gestalten, in der Suchleiste einfach mal Link in Bio einzugeben und da suchen wir dann einfach mal danach. Und dann findest du hier schon ganz viele Vorlagen. Einige davon passen nicht wirklich vom Format her. Wir brauchen nämlich ein entsprechendes Hochkantformat, das letztendlich dann auch dort am Handy super sichtbar ist. Und zwar sowas ist zum Beispiel eine entsprechende Link-in-Bio-Seite. Du siehst hier oben ein Foto, kurz wer man ist und entsprechende Buttons letztendlich, auf die man dann zum Schluss auch klicken kann, um weitere Informationen einzuholen über die Person oder deren Angebote. Du kannst hier mal nach unten scrollen und findest da eben schon ganz viele unterschiedliche Vorlagen, die du nutzen kannst. Wieder entsprechend mit Krönchen gekennzeichnete Pro-Vorlagen, also die lediglich kostenlos sind, wenn man einen bezahlten Canva-Account hat. Schau auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Affiliate-Link, mit dem du Canva Pro kostenlos austesten kannst, aber natürlich auch Canva-Free-Vorlagen. Wir können dann einfach mal auf eine solche Vorlage draufklicken und es öffnet sich letztendlich dann die bekannte Gestalteroberfläche in Canva. Und diese Vorlage, die hier erstellt wurde, die kann natürlich jetzt auch wieder ganz individuell angepasst werden. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, eine solche Link-in-Bio-Page komplett von einer weißen Seite aus selber zu gestalten. Du kannst es dir aber natürlich auch einfach machen und dich an einer Vorlage bedienen und die dann ganz individuell nach deinem Branding letztendlich dann verändern. In dem Fall haben wir ja hier ganz prägnant ein Bild auf dieser Link-in-Bio-Page. Dieses tauschen wir natürlich aus, im besten Fall gegen ein Bild von uns selber. Oder wenn wir ein Unternehmen haben, das bestimmte Produkte verkauft, dann könnten wir hier natürlich auch ein Bild platzieren, das die Produkte zeigt, die wir verkaufen. Du kannst hier unter dem Bereich Uploads Bilder von dir hochladen. Ich habe jetzt hier auch schon mal, also du klickst dann hier auf Medien hochladen und hast die Möglichkeit dann, ein Bild auszuwählen, das du bei dir abgespeichert hast. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein hochgeladenes Bild und ziehe mir das einfach durch Drücken der linken Maustaste hier entsprechend rein in das Design und schon wird das Bild entsprechend durch mein Bild ersetzt. Du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, dieses Bild noch weiter anzupassen. Indem du es einmal anklickst, siehst du hier eben diese türkise Linie außenrum, die dir immer anzeigt in Canva, welches Element du gerade ausgewählt hast.
Und hier oben kannst du das Bild zum Beispiel dann auch weiter bearbeiten, indem du hier auf Bild bearbeiten klickst. Ich habe dir in einem vorangegangenen Video schon mal gezeigt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten du hast, noch Bilder weiter zu bearbeiten. Es gibt da ja inzwischen unzählige Möglichkeiten, auch diese Werkzeuge zu nutzen. Ich verlinke dir das Video hier oben nochmal, dann kannst du da auch nochmal nachschauen. Ansonsten findest du hier zum Beispiel auch Regler, mit denen du die Farben anpassen kannst, in dem Fall auch so die Helligkeit. Ich würde hier die Helligkeit vielleicht ein bisschen runter reduzieren. Kannst mit dem Kontrast, der Sättigung und allen möglichen anderen Dingen spielen, wenn du hier auf alle Anzeigen gehst. Wenn wir das Bild dann eingefügt haben, können wir letztendlich auch den Hintergrund einmal anklicken und diesen ändern. In dem Fall öffnet sich hier oben der Farbbutton für die Hintergrundfarbe und dadurch, dass ich Canva Pro User bin, habe ich meine Markenunterlagen hinterlegt und kann so eben mit einem Klick aus meinen Markenfarben auswählen und spare mir natürlich entweder hier oben mit dem Plus, hier immer mühsam jeden einzelnen Hexacode einzugeben, jeden einzelnen Farbcode einzugeben oder mich hier dann quasi mit diesem Rädchen an irgendwelchen Farben zu bedienen, sondern ich habe immer mit einem Klick letztendlich meine Markenfarben parat. Also wenn du, wie gesagt, gerne mal Canva Pro austesten willst, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und wie du diese Markenunterlagen hinterlegst, hatte ich dir auch schon mal in einem Video gezeigt, das verlinke ich dir hier auch. Du kannst hier, wie gesagt, dann die Hintergrundfarbe austauschen in deine Brandfarbe. Das habe ich jetzt mal entsprechend gemacht. Und jetzt geht es natürlich darum, die Schrift zu verändern, den Text zu verändern und das nach unseren Wünschen dann entsprechend anzupassen. Du hast immer die Möglichkeit, jedes einzelne Element, in dem Fall auch jedes einzelne Textfeld, anzuklicken. Natürlich wollen wir unseren Namen da stehen haben. Und in der Regel letztendlich auch unsere Markenschriftart nutzen, sofern wir denn bereits eine haben. Und das kannst du tun. Hier oben siehst du die aktuelle Schriftart, indem du hier einmal draufklickst. Und wie gesagt, dadurch, dass ich auch meine Markenschriftart in den Markenunterlagen hinterlegt habe, kann ich hier auch mit einem Klick die Schriftart entsprechend ändern. Und das Schöne ist, man sieht es jetzt hier schlecht, weil ich hier darüber meinen Aufnahmebutton liegen habe. Man kann hier mit einem Klick die im Design verwendete Schriftart umändern in diese Montserrat Classic Schriftart. Und das mache ich jetzt mal, indem ich hier auf den Button gehe. Und schon siehst du, hat Canva automatisch in dem Design, wo überall diese andere Schriftart war, jetzt die Schriftart auf meine Markenschriftart umgeändert. Du siehst jetzt, es liegt hier nochmal ein Textfeld dahinter. Das können wir zum Beispiel auch mal rauslöschen, indem wir es anklicken und einfach die Entferntaste drücken. Und schon ist dieses andere Textfeld dahinter auch verschwunden. So, jetzt haben wir schon mal unsere Markenschriftart überall hinterlegt und unseren Namen ausgetauscht. Was natürlich jetzt hier auffällt, ist, dass einfach der Name schlecht lesbar ist. Das heißt, wir können natürlich im nächsten Step hier oben auch die Textfarbe ändern in eine andere Textfarbe. Du siehst aber, es bleibt letztendlich doch sehr schwer lesbar. Das können wir auch noch beeinflussen, indem wir zum Beispiel sagen, es liegt hinter diesem Text dieses graue Rechteck, so ein Hintergrund, den, wenn wir anklicken, den können wir letztendlich auch noch farblich anpassen. Und auch hier zum Beispiel gibt es diesen Transparenz-Button. Da siehst du, von dem Hintergrund ist quasi die Transparenz runtergeregelt. Die liegt nicht bei 100, sondern eben bei weniger. Und damit der Text jetzt besser lesbar ist, können wir natürlich die Transparenz höher regeln. Du siehst, was passiert. Die Transparenz nimmt ab und der Text wird besser lesbar. Natürlich möchten wir dann auch letztendlich bei der Farbe, ich sage jetzt mal eine Farbe nutzen, die wir ansonsten auch verwenden in unseren Brand Colors. Das heißt, wir können uns hier dann auch wieder an entsprechenden Farben, die wir ansonsten auch immer verwenden, bedienen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die einzelnen Button, die hier schon vorgeblendet werden, auch noch mit unserem Wunschtext zu versehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel hier, könnten wir schreiben, zum YouTube. Dann könnten wir hier den Blog, können wir zum Beispiel drin lassen. Dann könnten wir hier noch reinschreiben, zum Beispiel Webseite.
Und was ich vor allem jetzt auch noch machen würde, ist auf diese Seite auch Impressum und Datenschutz zu verlinken. Meines Wissens aber nagelt mich da nicht fest. Ich bin weder Jurist noch ja, kann da hundertprozentige Auskunft geben. Aber meines Wissens ist es so, dass auf jeder Webseite, auf die man quasi letztendlich die Nutzer dann lotst, ein Impressum und eine Datenschutzerklärung stehen muss, beziehungsweise der Link dort hin verlinkt sein muss. Das ist ja jetzt hier auf dieser Seite nicht gegeben. Wir hätten jetzt hier nur den Link, wenn wir den dann nachher einfügen. Das zeige ich dir, wie das funktioniert, dann eben zum YouTube-Kanal, zum Blog, zur Webseite. Natürlich steht auf dem Blog und auf der Webseite auch ein Impressum, aber soweit es mir bekannt ist, muss wirklich mit einem Klick auf das Impressum zugegriffen werden können und auch auf die Datenschutzerklärung. Das heißt, ich würde es jetzt einfach so machen, dass ich den letzten Button hier rausnehme, also einmal anklicken und mit der Entferntaste rauslöschen und würde dann hier unten Impressum und Datenschutz noch entsprechend integrieren. Das heißt, ich füge mir einfach noch ein Textfeld ein durch Drücken der Taste T, mache hier ein Impressum, schiebe mir das jetzt hier rüber. Und mache das Ganze. Wir könnten, anstatt dass jetzt alles hier in Großbuchstaben geschrieben ist, kannst du hier auf die drei Button mehr klicken. Wenn bei deinem Text das aktiviert ist, Großbuchstaben, dann wird eben immer, egal auf, ob du jetzt die Groß- und auf Hochstelltaste quasi bei dir aktiviert hast oder nicht, jeder Buchstabe immer groß geschrieben. Das kann man in Canva eben aktivieren oder hier auch deaktivieren. Das heißt, ich habe das jetzt mal deaktiviert. Dann sollte man natürlich trotzdem das i vorne groß schreiben und mache mir das Ganze hier kleiner und setze mir das hier ganz unten hin und daneben letztendlich auch noch den Datenschutz. Das heißt, ich kopiere mir mit Steuerung C einfach dieses Textfeld, mit Steuerung V kann ich es mir wieder einfügen, setze mir das daneben und schreibe jetzt hier einfach Datenschutz. So. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch noch lesbarer zu machen. Ich würde mir jetzt hier in den Hintergrund eben auch einfach was reinlegen oder du hast auch die Möglichkeit, inzwischen gibt es einen ganz coolen Texteffekt, indem du hier diesen Text anklickst, auf Effekte gehst und hier auf Hintergrund, dann wird eben automatisch ein Hintergrund eingefügt, den du hier dann farblich anpassen kannst. Und dann würde ich die Schriftfarbe aber auch wieder auf weiß ändern. Und das Gleiche würde ich hier auch mit dem Datenschutz machen. Auf Effekte, Hintergrund, wähle hier wieder das Ganze aus und ändere quasi die Textfarbe letztendlich. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen kleiner machen, weil es sehr prägnant jetzt hier ist. Machen wir das doch mal auf 25. Und hier auch auf 25. Endlich, der Hinweis muss halt da sein und sichtbar sein. Ja, also wir können uns das Ganze dann hier unten hinlegen. Das Ganze schaut jetzt sehr, sehr klein aus. Wir können uns hier reinzoomen, um so eine bessere Übersicht zu haben von dem, was wir tun. Ja, und können uns das hier unten an den Rand, sage ich jetzt mal, hinlegen zum Beispiel. So, und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn wir sagen, wir möchten die Personen auch noch zum Beispiel auf unser LinkedIn-Profil oder auf unser Pinterest-Profil weiterleiten, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier noch Icons einzufügen. Die finden wir unter den Elementen. Da können wir zum Beispiel mal LinkedIn eingeben. Und hier ausselektieren nach Grafiken. Und dann findest du schon ganz viele LinkedIn-Icons, die du quasi nutzen kannst. Ich würde jetzt einfach mal hier so ein ganz normales LinkedIn-Icon nehmen. Achte auch darauf, dass diese Icons natürlich auch wieder kostenlos einerseits zur Verfügung stehen und andere Icons auch wieder nur kostenlos für Canva Pro-Nutzer sind. Ja, also wie immer sind diese dann entsprechend mit einem Krönchen gekennzeichnet, sofern sie nur für die Canva Pro User kostenlos zur Verfügung stehen. Wir könnten hier jetzt auch noch mal Pinterest einfügen. Pinterest, also einfach in die Suchleiste eingeben und schon bekommst du hier eben auch entsprechende Icons angezeigt.
So, dann können wir dieses Pinterest-Icon noch nehmen. Uns das auch hier hinlegen. Du siehst immer anhand von diesen Hilfslinien, ich mache das Ganze jetzt mal größer, damit du das richtig gut sehen kannst, kannst du diese Elemente auch miteinander ausrichten. Du siehst jetzt hier diese gestrichelte Linie, die aufgeht. Siehst eben, dass die hier genau miteinander richtig liegen und kannst dir dann das Pinterest-Symbol an der Ecke gezogen halten und genau in die gleiche Größe ziehen. Du siehst, jetzt ist hier auch ein entsprechendes eine entsprechende gestrichelte Linie aufgegangen, dann sind die genau gleich groß. Ich ändere das Ganze jetzt auch mal wieder ab. LinkedIn sollten wir uns noch ein anderes Icon aussuchen, weil du siehst, hier ist die Schrift durchsichtig und bei Pinterest ist das P eben weiß gefüllt. Das heißt, ich suche jetzt hier mal nochmal nach einem anderen Icon. Dann nehmen wir uns einfach den. Schmeißen diesen Icon raus, gehen auch wieder danach vor. Du siehst die gestrichelten Linien, ziehen uns das Ganze in die gleiche Höhe und tauschen einfach die Farbe aus. Und schon passen auch die Icons letztendlich wunderbar zusammen. So, ich mache das Ganze jetzt mal wieder kleiner, dass wir sehen können, was wir gemacht haben. Man sieht jetzt natürlich auch hier einerseits, die Button sind nicht wirklich gut zu sehen. Die sind in weiß und der Hintergrund auch sehr weiß gehalten. Also wir könnten natürlich jetzt die Buttonfarbe auch noch ändern, indem wir da mal draufklicken. Dann öffnet sich hier wieder dieser Farbbutton. Und dann könnten wir sagen, okay, wir machen das Ganze Ton in Ton Orange oder wir machen die jetzt zum Beispiel in meiner anderen Markenfarbe. Und ich tausche die jetzt mal entsprechend aus. Du siehst, auch hier geht unten der Button an, ob man alle weißen Felder in das Türkis umwandeln möchte. Wenn ich das jetzt tun würde, dann würde quasi auch hier die Schrift, die weiß ist, umgewandelt werden in Türkis. Deswegen gehe ich dort jetzt nicht drauf, aber nur für dich als Info. Da könnten wir natürlich jetzt die Schrift, um es schöner zu machen, auch in weiß anpassen. Das heißt, wir klicken jetzt hier einfach mal auf weiß und schon schaut das Ganze natürlich besser aus. Es ist besser lesbar. Was wir im nächsten Schritt auch machen können, ist nochmal dafür zu sorgen, dass das alles auch richtig angeordnet ist. Also schau einfach, dass du dich hier auch wirklich an den Hilfslinien kennbar bedienst. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit, sofern diese Button jetzt nicht alle gleich hoch quasi liegen würden, kannst du dich auch an dem Positionierungs-Button in Canva bedienen. Dafür würde ich jetzt erstmal meinen Hintergrund sperren hier mit dem Schlösschen, dass ich den nicht aus Versehen verschiebe. Auch den kompletten Hintergrund sperre ich und dann siehst du hier, liegt noch so ein bisschen etwas im Hintergrund, was so einen kleinen Pinseleffekt hat. Den sperre ich mir jetzt auch mal. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir diese drei Button zum Beispiel auszuwählen, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte und darüber hovere. Und finde hier diese drei Punkte, kann auf Position gehen und kann hier dann diese Button quasi aufräumen. Ich kann sie linksbündig anordnen und so weiter. Das hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Anscheinend hat er die Schrift nicht richtig mit übernommen. Das heißt, wir müssten jetzt hier erstmal das miteinander gruppieren, also quasi diesen Button mit der Schrift, die drauf liegt, gruppieren. Das gleiche auch mit dem Blog-Button gruppieren und auch hier mit der Webseite gruppieren. Jetzt ist quasi die Schrift mit dem entsprechenden Button-Hintergrund gruppiert. Und wenn wir uns die drei gruppierten Elemente jetzt auswählen, sollte es eigentlich funktionieren. Wenn wir auf den Aufräumen-Button gehen, sind die quasi jetzt alle genau gleich hoch und entsprechend miteinander ausgerichtet. Wir möchten ja letztendlich, dass die Leute jetzt auch, wenn sie dort draufklicken, irgendwo landen. Das heißt, ich habe ja hier meinen zum YouTube-Button und dort, wenn ich draufklicke, habe ich die Möglichkeit, hier unter den drei Punkten und unter diesem Link-Symbol einen Link zu hinterlegen. Das heißt, ich würde natürlich jetzt hier den Link zu meinem YouTube-Kanal entsprechend hinterlegen. Also einfach per Copy-Paste die URL von dem entsprechenden YouTube-Kanal einfügen. Ja? Also ich gehe jetzt hier mal auf YouTube.
Frage hier oben so geht. Kennen wir. Gehe hier auf meinen YouTube-Kanal. Und du siehst hier oben dann entsprechend auch die URL, die ich jetzt per Steuerung C, sofern ich Windows-User bin, mir hier dann entsprechend reinkopieren kann. Schon siehst du, hat Canva dieses Textfeld quasi mit einem Unterstrich versehen. Das ist für dich immer der Hinweis, dass jetzt hier auch der Link aktiv ist. Du hast aber hier auch die Möglichkeit, das Unterstreichen rauszunehmen. Dann sieht es eben nicht mehr unterstrichen aus, sondern es ist ganz normal zu sehen. Das Gleiche können wir beim Blog machen. Das heißt, wir gehen auch einfach auf unsere Webseite, gehen auf unseren Blog zum Beispiel und kopieren uns auch hier die URL. Gehen zurück in Canva, haben hier unseren Blog-Button ausgewählt und haben hier die Möglichkeit, auch wie gezeigt, wieder den Link zu hinterlegen. Dann wieder den Unterstrich rausnehmen. Das Gleiche können wir einfach nur bei dem Webseiten-Button machen und letztendlich auch ganz normal bei den Icons findest du hier auch diesen Link-Button, der genauso funktioniert wie bei dem Textfeld entsprechend eben auch. Das Gleiche machst du bitte auch hier bei Impressum und Datenschutz. Überall die entsprechenden Links hinterlegen. Und wenn du das gemacht hast, dann würde ich hier oben noch den Titel ändern. Zum Beispiel in Link in Bio. So, dann haben wir auch einen ansprechenden Titel hinterlegt. Und dann hast du die Möglichkeit, hier unter dem Button Teilen auf Mehr zu gehen und dann findest du hier die Möglichkeit Teilen als Webseite. Da klickst du einfach mal drauf und es öffnet sich jetzt die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Webstilen zu wählen. Also das ganz normale Standard Präsentationsformat, sage ich jetzt mal, ist hier der Webstil Präsentation. Dann gibt es die Möglichkeit Scrollen. Da wird der Hintergrund ein bisschen anders dargestellt. Und wenn man sich es anschaut, dann fliegt quasi diese Seite da ein. Dann gibt es die klassische Navigation, wovon ich dir aber abraten würde, weil diese Link in Bio-Page sollte eigentlich, ich sage jetzt mal, oben kein Menü enthalten, sondern am besten ist wirklich so eine einzelne statische Seite, wo du gezielt die Links platzierst, wo du die Leute auch hin navigieren möchtest. Und es gibt hier noch ein Standardmenü. Ja, also ich würde ganz einfach nur dieses Präsentation wählen. Du gehst hier auf Webseite öffnen und dann ist letztendlich diese Webseite auch schon veröffentlicht und du kannst den Link, ja, der hier oben angezeigt wird, könntest du jetzt so 1:1 bei Instagram in deine Link in Bio reinpacken. Allerdings schaut dieser Link natürlich nicht wirklich schön aus. Dieser Link in der Bio, du siehst es hier, der ist ja nur sehr kompakt. Ja, also wenn du jetzt hier dann stehen hast, wie bei diesem Link, canva.com, Design, bla bla bla, der ist ja ewig lang. Das Ganze würde ich entsprechend einkürzen. Natürlich gibt es zum Beispiel Bitly, Bytely oder wie man es auch immer ausspricht. Dort kannst du, wenn du ein Konto angelegt hast, deine URL hier reinkopieren und dann eine kleinere URL dir ausspucken lassen. Das Blöde ist allerdings, dass du in der kostenlosen Version keine eigenen gekürzten URLs dort erstellen kannst. Also das wird alles von Bitly dann generiert. Das heißt, deine URL heißt dann zum Schluss irgendwas mit Bitly und 3456. Also auch nicht wirklich schön, sage ich jetzt mal. Es gibt hier noch die Möglichkeit, Tiny URL habe ich noch gefunden. Dort kannst du auch einfach diesen Link, der hier generiert wird von Canva, einmal kopieren. Auf tinyurl.com, ich packe dir auch den Link zur Webseite noch unten in die Videobeschreibung, kannst du hier eben einfach den Link reinsetzen und hast hier die Möglichkeit, dann eine benutzerdefinierte URL-Namen quasi einzugeben. Also du könntest hier zum Beispiel Link in Bio und gehst hier auf
mach das Ganze kürzer, dann dauert es einen Moment. Und Tiny URL generiert eben diesen Link. Du siehst jetzt hier das Problem, dass es ist nicht verfügbar. Ich gehe mal davon aus, weil das würde ja jeder tun. Ich würde jeder bei tinyurl.com und dann Link in Bio heißen. Das heißt, du müsstest dir hier halt was Besonderes einfallen lassen. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich hier zum Beispiel so wie Canva eingebe und dann siehst du jetzt hier, die URL wurde geändert von dieser ewig langen, nichtssagenden URL auf tinyurl.com, so geht Canva. Ja, das Ganze kannst du jetzt hier kopieren. Auf Instagram rufst du dir dann einfach deinen Instagram-Account auf, gehst auf Profil bearbeiten und hast dann die Möglichkeit hier unter dem Punkt, wo Webseite steht, die gerade erstellte URL rein zu kopieren. Wenn du die dann entsprechend ausgetauscht hast, gehst du einfach oben auf diesen Haken und dann ist die URL auch entsprechend ausgetauscht. Wie immer hoffe ich natürlich jetzt, das Video hat dir gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und ein entsprechendes Abo meines Kanals, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei deinem Canva-Design und kleiner Reminder, wenn du Canva Pro mal austesten möchtest, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Canva-Affiliate-Link. Viel Spaß damit und wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!